Frische Luft und Fantasie. Grundnahrungsmittel für Kinder. Im wahrsten Sinne des Wortes zurück zu den Wurzeln will der Waldkindergarten Pirna e.V. Ende April feierte der Verein einen großen Waldspieltag zum Kennenlernen im Kopitzer Ledenholz. Ein Flurstück für die spielerische Berührung mit dem Ursprünglichen. Ganz nebenbei soll ein Gruppengefüge entstehen und bei jedem Kind gesundes Selbstvertrauen wachsen können. Das ist das schwierige Wort, Resilienz. Das kennen viele Menschen, das ist eine Widerstandsfähigkeit gegenüber Stressoren, die auf uns zukommen heutzutage immer mehr. Man muss sich jede Minute entscheiden, fast in dem heutigen Leben. Und wenn man als Kind gewohnt ist, sozusagen sich selber gut zu vertrauen, gute Erlebnisse zu haben, selbstwirksam zu sein, dann ist das eine gute Basis, eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Grund fürs spätere Leben. Das Modell mit Ursprung in Skandinavien hat sich in einigen Teilen Deutschlands seit den 60er Jahren als Bildungsinstitution etabliert. In Pirna ist es relativ neu. Einiges müssen die Initiatoren noch unternehmen, um es auf die Bedürfnisse der Zielgruppe zuschneiden zu können. Alles entwickelt sich. Wir haben hier viel arbeitende Menschen, ne, Eltern, und wir wollen eine Ganztagsgruppe anbieten, sodass wir den Bedarf der Eltern auch erfüllen. Und da kann man von früh um 7 bis 16 Uhr kann man sein Kind im Wald betreuen lassen. Also wir haben einen Bundesverband und dort wird sozusagen unsere pädagogische Leitlinie festgeklopft. Ja, und wir sind uns sicher, dass dort auch Bildung stattfindet. Manche Eltern stehen bereits mit voller Überzeugung hinter dem alternativen Pädagogikkonzept, dem es auch um eine gesunde Beziehung zum Konsum geht. Ich genieße die Ruhe und die Waldgeräusche, die Freiheit, und das wünsche ich mir für meine Kinder auch. Und ich finde, in den normalen Kindergärten kommt das zu kurz, das Rausgehen und das freie Spiel. Ja, und die Reizüberflutung nehme ich wahr. Also es ist schön ohne Spielzeug, einfach mit den Materialien, die vorhanden sind in der Natur, zu spielen. Die Elterninitiative strebt für 2018 in den Bedarfsplan der Stadt Pirna. Den Träger des Landesjugendherbergswerks hat sie bereits im Boot. Nachhaltigkeit ist einmal mehr das Stichwort in Erziehung, Frühbildung und Naturbewusstsein. Genug sensibilisierte Menschen gibt es allemal. Für sie hat der Plan des Kopitzer Waldkindergartens manches Abenteuer in petto. Ja, diese Schmetterlings-Käfertour, die wird am 28. Mai stattfinden, zusammen mit dem NABU, das ist unser Partner. Und wir werden hier an diesem Standort dann unsere kleinen Kescher nehmen und sozusagen das, was gerade da ist, untersuchen. Und das ist eine Vielfalt, das werden Sie nicht glauben. Auf die Spur der Natur und des eigenen Wesens will der Waldkindergarten Pirna e.V. führen. Das klang total schön, prima.